Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute bereite ich dieses Brisket vom schwäbischen Angus zu und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Als allererstes starte ich meinen Pelletgrill. Ich werde heute die Kirschpellets von Wester benutzen. Dann starte ich den Sheriff und stelle ihn auf 120 Grad ein. Warum schwäbisches Angus? Das sind Tiere, die ungefähr 10 bis 15 Kilometer von mir entfernt aufwachsen und dort auch geschlachtet werden. Die Tiere sind überwiegend auf der Weide, also fressen ausschließlich Gras. Deswegen denke ich nicht, dass wir hier eine hohe Fetteinlagerung haben. Deswegen spritze ich das Brisket heute. Als erstes pariere ich das Brisket. Ich nehme die Fettschicht, die nicht wegschmilzt, auf jeden Fall runter. Die ganzen Silberhäute und Flecken mache ich weg. So sieht das Brisket aus nach dem Parieren. Einmal die Oberseite und einmal die Unterseite. Bevor ich das Brisket würze, spritze ich es. Dafür habe ich hier etwas Rinderbrühe und mache da jetzt noch 2 Esslöffel Sojasauce rein. Dafür nehme ich mir meine Spritze und gehe immer so schräg rein und spritze immer ein bisschen von der Flüssigkeit in das Brisket. So ein Drittel bis die Hälfte der Flüssigkeit lasse ich übrig. Das gebe ich nachher beim Einpacken noch mit dazu, dass ein bisschen Flüssigkeit in dem Paket ist. Mein Rub, mit dem ich das Ganze würze, besteht aus 2 Teilen Salz, 1 Teil Pfeffer und 2 Teelöffel Knoblauchgranulat. Hier jetzt einfach recht großzügig das Ganze drüber streuen. Auch schauen, dass an die Seiten ein bisschen was kommt. Und da die Enden auch. Und so gebe ich das Brisket jetzt auf meinen Smoker. Ich lasse das Brisket jetzt so 2,5 bis 3 Stunden auf dem Smoker und dann checke ich zum ersten Mal die Temperatur. Ich möchte so zwischen 70 und 75 Grad rausholen und einpacken. Das sind jetzt insgesamt 3 Stunden und 15 Minuten vergangen. Ich schaue jetzt nochmal nach der Temperatur. Ja, 65 Grad. Ich warte noch eine Viertelstunde. Wenn es dann noch nicht so weit ist, packe ich es trotzdem ein. Aber wie man sieht, ist hier schon eine sehr schöne Kruste entstanden, Temperatur. Aber wenn es jetzt nicht so weit ist, dann nehme ich es trotzdem runter. Ich bin jetzt bei 68,8 Grad, also das sollte schon passen. Ich packe das Ganze jetzt so in Butcher Paper ein. Das ist die Flüssigkeit, die ich vorher reingespritzt habe. Da habe ich ja gesagt, ein bisschen aufheben. Dann habe ich hier ein bisschen Butterschmalz. Da gebe ich ein bisschen was drüber. Dann schlage ich das Ganze ein, gebe vorher noch ein bisschen von meiner Flüssigkeit hier drüber. Versuchen das recht pep einzuschlagen.
Und wenn ich so ein Paket habe, gebe ich das Ganze wieder zurück in Smoker. Dann stecke ich meinen Temperaturfühler vom Sheriff rein. Ich habe jetzt eingestellt, dass er bis 94 Grad gart und dann auf warm halten umschaltet. Die Temperaturnadel natürlich am dicksten Punkt einstecken. Es ist jetzt der nächste Morgen. Wie man sehen kann, der Grill hat nur noch 22 Grad. Es gab ein kleines Problem. Ich kann das kurz zeigen, was passiert ist. Hier sind die Pellets quasi nicht mehr nachgerutscht und unten hat die Schnecke keine Pellets mehr gehabt zum Heizen und dadurch ist der Grill dann irgendwann abgekühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Zieltemperatur erreicht haben. Ich werde das Brisket jetzt nochmal aufwärmen und dann schauen, wie sich's anfühlt. Eventuell gehe ich nochmal über 90 Grad, was natürlich nicht so toll ist. Nachdem ich heute Nacht nicht wusste, wie weit das Fleisch gegart ist, habe ich es jetzt nochmal auf eine Kerntemperatur von 94 Grad gegart. Ich packe das Ganze jetzt aus und dann schneiden wir es mal an. So sieht das Ganze jetzt aus. Man sieht, es ist auf jeden Fall um einiges eingeschrumpft. Wir haben aber eine schöne Kruste. An den Seiten ist es ein bisschen sehr hart. Aber dadurch, dass ich es zweimal gegart habe, muss ich sagen, sieht es dennoch recht gut aus. Ich schneide es jetzt mal an. So sieht das Ganze aus. Man sieht, es ist auf jeden Fall noch saftig, wenn man drauf drückt. Wir haben einen schönen Smoke Ring. Ich werde mir jetzt mal ein Stück runterschneiden und probieren. Hier den Pull-Test. Das geht auf jeden Fall super auseinander. Geschmacklich ist es sehr gut. Dafür, dass ich es quasi zweimal gegart habe, muss ich sagen, ist es auch noch recht saftig. Aber man sieht auch hier, dass nur leicht Fett an dem Fleisch drin ist. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, kommt es überwiegend durch die Fütterung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.